Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Ost und West. Nach Tagen und Wochen der Euphorie gärt und brodelt es wieder in Ost-Berlin und der DDR. Die Bevölkerung ist mit der Entwicklung unzufrieden, sie ist verunsichert. Auch am runden Tisch häufen sich die Unmutsäußerungen. Skeptiker sprechen sogar schon wieder von einem Ende der Wende. Und das alles, weil die Politikstrategie der SED darauf hinauszulaufen scheint, alte und undemokratische Machtverhältnisse wiederherzustellen. Die Opposition ist verzweifelt, weil sie sich nicht das nötige Gehör verschaffen kann. Verständlich, dass diese Entwicklung Ostberliner Bürger stark beunruhigt. Hans-Joachim Lorenz fragte einige. Was sagen Sie denn dazu, dass die SED nach wie vor die führenden Positionen im Staatsapparat besetzt, als auch in den Medien? Das finde ich so nicht gut. Zumal also immer wieder gesagt wurde, dass die alten Parteien, die etablierten Parteien der Opposition gleiche Chancen im Wahlkampf geben wollen. Wenn Sie jetzt die DDR-Bürger fragen, die wissen noch nicht, was die Gruppen alle wollen. Sie müssen also wahrscheinlich Presse bekommen und Rundfunk und Fernsehen. Das würde ich sagen. Naja, die SED, die dürfte sich nicht so sehr in den Vordergrund stellen, ne? Finde ich. Sie buttern uns unter. Das dauert nicht mehr lange, dann sind wir in Rote, wo wir früher schon mal waren. Gibt es Chancengleichheit für die Wahlen zum 6. Mai? Nee, glaube ich nicht. Die Zeitungen werden noch nach wie vor von der Partei gelenkt, also von der SED. Also die anderen haben noch ja keine Chance, da irgendwie sich publik zu machen. Wir lehnen alles ab mit der Partei. Ist genau dasselbe geblieben mit der Partei. Solange wie die SED noch ihren Führungsanspruch auf dieser Basis ausbauen will und das macht, wird es wohl kaum zu einer Chancengleichheit für alle Parteien kommen. Müssen die Medien geöffnet werden? Na logisch, 100%. Kann doch nicht sein, dass nur einer das sagen hat, eine Glotze, und die anderen können sehen, wo sie rinkommen. Zwar keine repräsentative Umfrage, die Äußerungen der Befragten aber spiegeln in etwa schon wieder, wie man drüben denkt. Die Bundesregierung und die Opposition in Bonn sind über die jüngste Entwicklung tief besorgt. Regierungssprecher Schäfer erinnerte daran, dass Bundeskanzler Kohl bei seinem Besuch in Dresden die angestrebte Zusammenarbeit mit der DDR eindeutig unter dem Vorbehalt der Chancengleichheit bei freien Wahlen gestellt habe. Bei dem jetzigen Verhalten der SED könne davon zurzeit jedoch keine Rede sein. Die Klagen der Oppositionsgruppen über mangelnde Informationen und Beteiligungsmöglichkeiten werden zunehmend größer. Hans-Joachim Lorenz sprach darüber mit zwei Vertretern des runden Tisches. Die SED, Herr Gutzeit, scheint ihren Machtanspruch zu erneuern. Droht damit das Anliegen der demokratischen Opposition, nämlich eine pluralistische Demokratie zu schaffen, zu scheitern oder zu kippen? Wir werden am runden Tisch unsere Forderung an die SED klar auf den Tisch legen, den Zugang zu den Medien, der uns verwehrt wird, den Zugang zu den Zeitungen, den Zugang zum Fernsehen. Und wir werden fordern, dass der Verfassungsschutz nicht wieder aufgebaut wird, dass diese alten Instrumente der Unterdrückung beseitigt werden. Viel Zeit bleibt nicht mehr bis zu den Wahlen am 6. Mai. Wenn die SED dem nun nicht unmittelbar nachkommt, werden Sie den runden Tisch verlassen? Wir halten es nicht für sinnvoll, den runden Tisch zu verlassen, wie es andere Gruppen fordern, sondern wir meinen, dass wir uns wieder auf das stützen sollten, was die Stärke war in dieser ganzen Zeit der friedlichen Revolution, dass wieder Demonstrationen stattfinden, dass das Volk wieder auf die Straße geht, um seine Rechte einzufordern. Herr Schnur, ist der runde Tisch gescheitert, wenn die SED nicht unmittelbar und deutlich einlenkt? Aus der Sicht der Partei Demokratischer Aufbruch ja. Denn hier verlangt es ein demokratisches Prinzip, dass auch eine in Regierungsverantwortung stehende Partei sich nicht dazu anmaßt, eine neue Partei oder andere gesellschaftliche Gruppierungen in eine Rechtssituation zu bringen, die verantwortungslos ist. Die SED versucht, über eine Faschismusdiskussion neues Terrain zu gewinnen. Wie kommentieren Sie das? Der Parteivorstand des Demokratischen Aufbruchs hat heute in seiner Sitzung deutlich dazu Stellung genommen und jeglichen Angriff hinsichtlich einer Einordnung nach Recht zurückgewiesen. Die Partei Demokratischer Aufbruch vereint in sich Mitglieder, die sich auf antifaschistische Traditionen berufen und vor allen Dingen Verfolgte des politischen Regimes der SED in den zurückliegenden Jahrzehnten gewesen sind. Und deshalb muss eine solche Diskussion von uns entschieden zurückgewiesen werden. Wir werden alles tun,
Um deutlich zu machen, Gewaltfreiheit und demokratische Prinzipien werden für uns auch in dem Wahlkampf ganz entscheidende Momente sein und bleiben. Wenn also die Opposition diffamiert wird, bedeutet es, dass sie sich in irgendeiner Form gemeinsam zusammenschließen muss, das heißt also alle demokratischen Oppositionsgruppen. Es kann gar nicht anders gehen, denn wenn ein neues Feindbild von Demokraten aufgebaut wird, dann glaube ich, kann eine Opposition nur geschlossen deutlich markieren, nicht mit uns. Vor dem geplanten zweiten Treffen Kohl-Modrow, wahrscheinlich in Bonn, soll Kanzleramtsminister Seiters die Besorgnisse der Bundesregierung in Ost-Berlin vortragen. Nach Lage der Entwicklung sollte das wohl so schnell wie möglich geschehen. Und nun zu unserer Nachrichtenübersicht. Die hat heute Siegfried Wichmann zusammengestellt. Frage, lieber Kollege, haben die Ost-West-Informationen auch heute wieder wie fast täglich ein starkes Übergewicht? Viele unserer Zuschauer fragen schon, gibt es denn bei uns überhaupt nichts Interessantes mehr? Leider haben wir auf die Nachrichten keinen Einfluss. Und im Augenblick ist es nun einmal so, die Meldungen aus Ost-Berlin und der DDR sind so interessant, dass wir sie nicht unterschlagen können. Aber ich habe noch eine ganz unpolitische Meldung, nämlich das Wetter. Und das interessiert in beiden Teilen Berlins. Heute Abend und in der Nacht wird es klar sein. Zeitweise gibt es auch Hochnebel. Bei schwachem Südostwind sinken die Temperaturen auf minus 2 Grad bis minus 5 Grad. Vorsicht, Reifglätte. Am Tage anfangs zeitweise heiter, später stark bewölkt. Gegen Abend auch Schneeregen oder Regen. Auffrischender Südostwind, Höchsttemperatur plus 3 Grad. Und nun die anderen Nachrichten. In der DDR hat die heiße Phase des Wahlkampfes begonnen. SED-Chef Gysi sagte, nur mit seiner Partei habe das Land eine richtige Zukunft. Der Parteivorstand schlug heute in Ost-Berlin vor, die Volksarmee und die Bundeswehr innerhalb von 2 Jahren zu halbieren. Der CDU-Vorstand sprach sich in Burg Scheidungen bei Halle gegen eine Fortsetzung der Koalition mit der SED-PDS aus. In Leipzig tagen die Delegierten des neuen Forums. Auf dem Tisch liegt der Antrag, die Oppositionsgruppe in eine Partei umzuwandeln. Das neue Forum hat über 200.000 Mitglieder. Auch das gehört inzwischen zum deutsch-deutschen Alltag. Heute trafen sich zum ersten Mal Vorstandsmitglieder des Deutschen Sängerbundes mit ihren Kollegen aus der DDR. Themenschwerpunkte der Konferenz, Fragen einer Zusammenarbeit und die Gründung eines unabhängigen Gesamtchorverbandes in der DDR, denn dort gibt es bisher kaum eine Zusammenarbeit. Die Sänger von drüben hoffen auf dieser Konferenz Ratschläge für den Aufbau einer solchen Organisation zu erhalten. Bereits im Juni ist in West-Berlin ein erstes gesamtdeutsches Jugendchorkonzert geplant und morgen gibt es zum Abschluss dieser gemeinsamen Tagung um 11 Uhr ein Sängertreffen im Kammermusiksaal der Philharmonie. Heftiger Streit um das Filmhaus Esplanade. Tiergarten will den Umbauantrag für das ehemalige Luxushotel nicht genehmigen. Man müsse sich neue Gedanken um das Herzstück des alten Berlins machen. Dort steht nämlich das Haus. Ex-Kultursenator Hassemer warnte heute, ein Verzicht wäre wörtlich die schlimmste kulturpolitische Fehlleistung des neuen Senats. Der Sprecher der Kulturverwaltung Zawadka glättete heute die Wogen mit dem Hinweis, von Überlegungen zu einem Verzicht auf das Filmhaus Esplanade kann nicht die Rede sein. DDR-Frauen fotografieren. Unter diesem Motto zeigt das Haus am Lützowplatz 250 Bilder von 43 Fotografinnen aus der DDR und Ost-Berlin. Darunter Constanze Göbel, die in Halle lebt. Sie beobachtete ihre Stadt und hat vor allem den fortschreitenden Verfall mit ihren nüchternen Fotos festgehalten. Evelyn Richter mit Schnappschüssen aus dem DDR-Alltag. Monotonie, Melancholie, Gleichgültigkeit. Bei fast allen Aufnahmen steht der Mensch im Mittelpunkt. Morgen um 11.30 Uhr wird die Ausstellung eröffnet. Zu sehen ist sie dann noch bis zum 7. Februar. Die DDR will nach Ablauf bestehender Verträge keinen Industrie- und Hausmüll mehr aufnehmen. Das will der Spiegel erfahren haben und meldet es in seiner neuesten Ausgabe. Staatssekretär Groth von der Senatsverwaltung für Umweltschutz appelliert, die Müllprobleme des Ballungsraums Berlins gemeinsam mit der DDR und Ostberlin zu lösen. Und zwar zukunftsweisend. Die von der Polizei zum Ferienende erwartete Rückreisewelle mit langen Staus blieb heute aus. An allen drei Grenzübergängen herrschte tagsüber normaler Wochenendverkehr. Lediglich in Dreilinden gab es vor einer Stunde mehr Fahrzeuge bei der Einreise. Morgen wird es nach Schätzung der Zollbeamten allerdings ganz anders aussehen. Ab ca. 16 Uhr rechnet man in Dreilinden, Starken und Heiligensee mit dem großen Endspurt. Und dann könnte es auch zu längeren Wartezeiten kommen.
Ein neuer Grenzübergang wird voraussichtlich in einer Woche an der Ruppiner Chaussee in Heiligensee eröffnet. Mit dem Abriss der Mauer an dieser Stelle ist bereits begonnen worden. Der neue Übergang nach Stolpe Süd soll Fußgängern und Radfahrern zur Verfügung stehen. Und nun weiter mit Gerd Lenz. Ja, mit einer Live-Schaltung geht's weiter. Zur Stunde beraten im Hotel Kempinski Vertreter von fast 2000 kleinen und mittleren Unternehmen von Hüben und Rüben über eine mögliche engere Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe. Gastgeber ist der frühere Wirtschaftssenator und heutige Bundesvorsitzende der Mittelstandsvereinigung der CDU, Elmar Piroth. Frage an meinen Kollegen Siegfried Schenk, der dieses Treffen beobachtete. Kam es zu irgendwelchen Ergebnissen oder war das Ganze nur ein gegenseitiges Abtasten? Wenn man ein erstes Fazit zieht, Gerhard Lenz, dann darf man sagen, dass es hier zu vielen persönlichen Kontakten gekommen ist. Aber ansonsten muss man sagen, ist die Hölle los. Ungefähr 600 waren erwartet worden, gekommen sind knapp 2000. Und das hat natürlich organisatorische Probleme mit sich gebracht. Das Haus ist fest in der Hand der Handwerker, Herr Piroth. Und Sie haben, wie es in der freien Marktwirtschaft so üblich ist, ganz schnell gehandelt. Ja, ein Kompliment ans ICC. Binnen einer Stunde wurden dort für weitere 1000 Menschen Platz geschaffen. Eberhard Diebken ist mit vielen Bussen dorthin, denn hier wollten wir um 4 anfangen und um 3 war schon alles übervoll. Und Kompliment fürs Fernsehen. Hier haben wir ja nicht eingeladen, sondern nur bei der Konkurrenz in ZDF. Gegen 23 Uhr abends habe ich aus Dresden formuliert, wer mich besuchen will, soll am Samstag den 6. um 16 Uhr ins Campi kommen, sind 2000 gekommen. Sie hatten ja hier die Jacke zeitweilig ausgezogen, es war Ihnen also sehr warm geworden. Was waren denn so für Probleme auf dem Tisch? Ganz deutlich 2. Vor den Wahlen am 6. Mai nur den kleinen Geschäftsleuten helfen, die machen was damit und nicht den SED-beherrschten Kombinaten. Das war ganz eindeutig. Und zweitens, die SED hält an der Planwirtschaft fest, sonst gibt sie sich selbst auf. Deshalb muss die SED weg. Das ist nicht nur die Meinung der Menschen hier, sondern offensichtlich auch der Verbraucher. Und das Dritte ist, wir müssen den vielen, die jetzt hier Rat suchen, schnell helfen, wirtschaftlichen Erfolg durch unsere Beratung und unsere Hilfe zu haben. Die werden schnell Menschen beschäftigen, gut bezahlen und dann ist der Sozialismus drüben rasch weg. So, das war die offizielle Meinung. Nun möchte ich aber ganz gerne mal wissen von den Teilnehmern, wie es Ihnen denn hier gefallen hat. Denn Sie sind ja aus Ostberlin rübergekommen. Was haben Sie sich vorgestellt und was ist eingetroffen? Ja, wir sind um 2 heute rübergekommen, haben gedacht, ja, wir gucken uns das mal an, haben nicht gedacht, dass es so konkret wird. Ist zwar nicht jetzt so auf persönlichen Kontakten so geworden, wie wir gedacht haben, aber ansonsten, man kann sich hier mit den Leuten unterhalten und man merkt, der Wille ist da, dass uns geholfen wird. Und haben Sie schon Adressen gesammelt? Ja, wir haben fleißig Adressen gesammelt, die Deutsche Bank und so weiter. Und das ist wahrscheinlich noch da, wo man am besten zurechtkommt, dass man sich zeigen lässt, wie es geht, dass man sich beraten lässt. In welchem Beruf sind Sie tätig? Ja, ich bin eigentlich als Maurer tätig, aber jetzt im Moment arbeite ich als so nebenberuflich als Kunsthandwerker, mache ich ein bisschen was. Und noch einen weiteren. Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie hier Kontakte knüpfen können? Ja, ich habe Kontakt knüpfen können. Ich bin auch sehr von dieser Veranstaltung überrascht. Vor allen Dingen diese Spontanität dieser Leute. Bin ich sehr beeindruckt. Für die weitere Zukunft stellte ich mir eventuell vor, dass man die doch fachspezifischer diese Veranstaltung durchführen könnte. Also keine Großkundgebungen mehr, Herr Piroth. Mehr fachspezifisch. Ich glaube, bei Ihnen ist an der richtigen Adresse. Und damit gebe ich zurück ins Studio zu Gerd Lenz. Ja, danke, Siegfried Schenk. Nach der müden Vorstellung im Prestigespiel müssen die Eishockey-Preußen ja glänzend in Form gewesen sein, Johannes Kerner. Sonst wäre ja kaum ein 6:3-Sieg jetzt zustande gekommen. Woran lag es denn? Die Motivation ist natürlich anders. Die Stimmung bei einem Meisterschaftsspiel natürlich vollkommen verändert. Und die Preußen hatten mit Klaus Merck im Tor einen Superkeeper am gestrigen Abend. Sie haben die wichtigsten Tore mitgebracht, der Preußen? Die wichtigsten und die schönsten. Und wir gucken uns die vielleicht am besten gleich mal an. Die Preußen hatten so etwas wie einen Auftakt nach Maß. Schiedsrichter Jupp Kompalla beim ersten Einwerfen der Scheibe. Und dann dauert es exakt 20 Sekunden, bis das erste Tor für die Preußen fiel. Schwenningen, der Gegner in Blau. Natürlich auch nicht irgendein Gegner, sondern bislang Tabellendritter in der Eishockey-Bundesliga. Jetzt ist es gleich soweit. Gaëtan Malo mit der Nummer 10 fährt ums Tor von Matthias Hoppe herum. Der Keeper sah nicht so gut aus dabei und da stand es 1:0 für die Preußen. Der nächste Streich folgte nur wenige Minuten später. Man sieht es, Überzahlspiel der Berliner, das sie geschickt macht. Ein schöner Rückhandpass auf Michael Tack, ein fulminanter Schlagschuss. Und das 2:0 wiederum Matthias Hoppe nicht ganz im Bilde. Und das sollte beim dritten Tor nicht anders sein. Die SC Preußen sehr aggressiv, sehr schnell spielend.
Das ist Harald Birk und nur achten Sie mal auf den Mann mit der Nummer 30. Lupft an und von den Matratzen, von den Schonern von Matthias Hoppe die Scheibe ins Tor 3:0. Danach mussten die Preußen noch das 3:1 kassieren. Im zweiten Drittel, da wurde es ein bisschen hektisch. 4:1 zwar erst, aber dann 4:3. Und im dritten Drittel, wo wir uns jetzt befinden, mussten die Preußen natürlich noch einmal alles tun, um weit nach vorne zu kommen, um dieses Spiel unter Dach und Fach zu bringen. Wie wichtig war es doch, 2 Punkte einzufahren. Und da war es schon passiert, das 5:3 durch Tom O'Regan, der Mann aus dem Supersturm, aus dem Sturm mit den beiden Amerikanern. Aber es kam noch schöner, Harald Birk, über den wir eben schon kurz sprachen, hier Michael Tack links auf der Bank. Harald Birk setzte noch eins drauf mit dem 6:3, Nummer 30, achten Sie ruhig drauf. Dauert einen ganz kleinen Moment. Preußen wirklich in einem guten, in einem sehr kampfstarken Spiel. Die bessere Mannschaft. 6:3, der Endstand gestern in der Eishalle an der Jaffee-Straße. So kann es eigentlich weitergehen. Bombenstimmung, ein toller Erfolg, ein dritter Tabellenplatz. Da kann man nur sagen, Eishockeyherz, was willst du mehr? Den gab es noch nie, das sollte man hinzufügen. Den dritten Tabellenplatz. Erste Mal in der kurzen Geschichte des BSC Preußen, dass die Preußen auf Platz 3 der Tabelle sind. Ja, ich glaube, von dieser Atmosphäre träumt man ein paar Meter weiter in der Deutschlandhalle. Beim Fußballturnier lief es ja bisher gar nicht so. Zuschauer fehlten, auch die Spiele begeistert nicht. Woran lag es Ihrer Meinung nach? Das ist natürlich schwierig. Einmal die Konkurrenzsituation. Gestern Abend Preußen und Fußballturnier nebeneinander, Eissporthalle und Deutschlandhalle. Aber dann auch die Zuschauermagneten Hertha und Blau-Weiß. Natürlich nicht mit der stärksten Besetzung, mit einer zweiten Garnitur sozusagen dabei. Und das zieht die Leute nicht so sonderlich an. Ich glaube, deshalb kommen nicht so viele Zuschauer. Mal schauen, wie es heute war, das heißt, wie es im Augenblick ist. Wir schalten live in die Deutschlandhalle zu Dieter Groschwitz. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier in der Deutschlandhalle. Und um einmal das Wort der Zuschauer aufzugreifen, 4.800 sind es heute und es zeichnet sich ganz deutlich ab. Das Ganze wird ein Minusgeschäft für den Veranstalter, für die AMK. Wir sehen hier auf dem Spielfeld in den weißen Trikots Hertha BSC gegen den 1. FC Magdeburg, die Gäste also aus der DDR, den derzeitigen Tabellenführer der DDR-Oberliga. Der Spielstand 2:2, da noch etwa 8 Minuten in der zweiten Halbzeit zu spielen sind. Und dieser Begegnung kommt schon eine etwas vorentscheidende Bedeutung zu, denn wenn Magdeburg hier unentschieden spielt, das heißt das Ergebnis halten kann, dann sind die Gäste aus der DDR morgen im Halbfinale. Hertha BSC muss gewinnen, um morgen die Runde der letzten 4 noch zu erreichen. Als Qualifikant für dieses Halbfinale aus dieser Gruppe B steht bereits fest Borussia Mönchengladbach. Beide Mannschaften traten gegen den Tabellenletzten der ersten Bundesliga heute bereits an. 2:2 spielt Hertha BSC und 3:3 der FC Magdeburg gegen die Gäste vom Niederrhein. Ja, wie gesagt, 4.800 Zuschauer, sicherlich eine enttäuschende Kulisse heute, obwohl sich natürlich viele Hertha-Fans darunter bewegen und die eine etwas gemischte Atmosphäre hier vermitteln. Ein Wort noch vielleicht zum zweiten Berliner Vertreter zu Blau-Weiß 90. Eine 1:5 Niederlage gab es gegen Dynamo Moskau, ein 4:4 Unentschieden gegen Werder Bremen. Am Ende blieb dann nur Platz 3 in der Gruppe A, also der letzte Rang für den zweimaligen Turniersieger hier in Berlin beim internationalen Hallenfußballturnier. Schauen wir uns kurz diesen Angriff an, der allerdings schon wieder fast abgeblasen ist, möchte man sagen. Mit der Nummer 8 war da Sven Kretschmer, der das 1:0 für Hertha BSC erzielte, in Stellung gelaufen, aber der Ball ging ja dann ins Aus. Wie gesagt, noch 7 Minuten und 11 Sekunden bleiben ganz genau Hertha BSC, um hier noch den entscheidenden Siegtreffer erreichen zu können, um dann morgen im Halbfinale zu stehen. Das war es zunächst hier aus der Berliner Deutschlandhalle. Zurück zu Gerhard Lenz. Ja, danke, Dieter Groschwitz. Frage noch an Johannes Kerner. Wann geht es morgen weiter in Eichkamp? 14 Uhr in der Deutschlandhalle, 4 Spiele dann um Platz 7, Platz 5. Platz 3 und das Finale. Okay, danke schön. Ja, sportlich geht's weiter. Wir Flachländer im Norden, meine Damen und Herren, haben ja zu Wintersportfreuden und den Bergen ein besonders gutes Verhältnis. Allein bei uns hat der Alpenverein Sektion Berlin, Sie hören richtig, 7000 Mitglieder. Und nun kommen noch die vielen Kletterer, Bergwanderer und Skiläufer aus der DDR dazu. Da wird so mancher bayerische Clubfanat erblassen. Über das, was Ost und West künftig gemeinsam vorhaben, darüber nun Informationen von Hans-Joachim Seppelt. Nun wird also auch gemeinsam gewandert und geklettert. Die Sektion Berlin des Bundesdeutschen Alpenvereins hat in den Bergen eine Vielzahl von Hütten, zum Beispiel im Zillertal. Bisher blieben die DDR-Bürgern verschlossen. Gleich nach der Maueröffnung kam ein Ostberliner Kletterfan nach Westberlin, um erste Kontakte zu knüpfen. Und nun kommt die frohe Kunde. Der Sektionsvorstand hat sofort beschlossen, dass die Bergsteiger aus Ostberlin wie aus dem Bereich Dresdens
für ein Jahr lang Mitglieder werden können, ohne Beiträge zu bezahlen. Das bedeutet, dass sie, wenn sie in die Alpen fahren, versichert sind, dass sie die gleichen Rechte haben wie die Mitglieder. Das bedeutet, 50% der Kosten sind gesenkt. Und Patenschaften sollen von Westberlinern übernommen werden. Finanzielle Erleichterungen für DDR-Kletterer. Und so wird man künftig das ganz besondere Erlebnis genießen können, wenn die Hüttenfete steigt. Und auch sonst sind schon Verabredungen getroffen worden. Später ist vorgesehen, gemeinsame Trainingsabende durchzuführen und gemeinsames Klettern am Teufelsberg, an den Felsen des DRV. Und weitere gemeinsame Kletterfahrten werden sicherlich folgen. Der Teufelsberg und das Ötztal haben bekanntlich nicht viel gemeinsam, aber Ausbildung tut in jedem Falle Not. Und so trifft man sich schon übermorgen zum alpinen Informationsabend, dem ersten einer ganzen Reihe bis Februar, in der Technischen Fachhochschule in Wedding. Und auch aus der DDR kommen Angebote, zum Beispiel zum Elbsandsteingebirge. Einmal verfügen wir über einige Hütten, die für die DAV-Mitglieder in Berlin sehr interessant sind. Sie können dort gut übernachten. Und wir können vor allem ein gemeinsames Bergsteigen anbieten in dem Felsen. Wir sind ortskundig, wir kennen uns aus und wir können doch eine Menge gemeinsamer Erlebnisse verbringen. Mitunter will man hoch hinaus, hoch höher am höchsten, aber im Elbsandsteingebirge hat man bisher kaum Westberliner gesichtet. Doch nun fordert sie auch die sogenannte alpine Leidenschaft heraus. Und das ist das Klettern am Fels. Und dort im Elbsandsteingebirge ist das gut möglich? Dort ist es, wie ich behaupte, am schönsten in Europa möglich. In einem Monat gibt es zum ersten Mal gemeinsame Filmfestspiele in Ost- und West-Berlin. Die Vorbereitungen dafür laufen hinter den Kulissen längst auf Hochtouren. Ja, und wenn nicht alles täuscht, könnte diese 40. Berlinale in der Kino- und Festspiellandschaft eine neue Dimension eröffnen. Ein Bericht von Holger Senft. Auf der Karl-Marx-Allee ist die Berlinale schon angekündigt. Hier im Kino Kosmos, in einem der größten Lichtspielhäuser der DDR, werden die Wettbewerbsfilme, die noch am Vortag die Besucher im Zoopalast gesehen haben, gezeigt. Das Kino im Charme der späten 50er Jahre. Die Filmfestspieldelegation ließ sich schon mal ihre Fahne zur Probe hochziehen. Das Kino hat Anfang der 60er Jahre aufgemacht. Etwa 1000 Besucher sitzen bequem im Kinosessel. Technisch gehört das Kosmos mit Dolby Stereo und 35mm Projektion zur Spitzenklasse. Der Vorführer über sein Haus. Wir haben damals angefangen mit Staatspremieren Walter Ulbricht, Lotte Ulbricht. Die saßen im Wank immer oben, etwas abgekapselt vom Volk. Dann kam die Ära Honecker. Der hatte sich dann im Saal seine 12. Reihe reservieren lassen. Die 13. Reihe wurde rausgenommen, dass er Beinfreiheit hatte. Das wird man sich hier in Zukunft schenken. Ebenfalls auf der Karl-Marx-Allee das Kino International. Hier werden Streifen des Forums gezeigt und sind Eintrittskarten im Voraus zu kaufen. Letzte Station der Berlinale in Ost-Berlin, Schönhauser Allee, Kino Kolosseum. Das Kinder- und Jugendkino hat während der Berlinale natürlich auch die Kinderfilme zu Gast. 500 Steppkes passen hier rein. Wir haben natürlich auch mit dem Problem zu tun, dass durch diese Veränderung der Grenzsituation uns zunächst mal Publikum auch abhanden gekommen ist. Das ist eine Möglichkeit. Ist, dass das Festival nun auch bei uns durchgeführt werden kann, dass wir sicherlich attraktiv bleiben und vielleicht noch attraktiver werden. Ja, das hoffen wir, aber ich kann Ihnen schon sagen, dass seit wir das angekündigt haben, eine unglaubliche positive Reaktion dazu ist, gerade von amerikanischen Seiten und vom Ausland. Die sagen, na toll, die wollen alle dabei, die wollen alle mitmachen. So, ich bin absolut sicher, dass wir da fast zwei Festivals haben würden, einen Tag hintereinander, zwei Eröffnungen, zwei Ergebnisse. Das würde interessant auch sein, glaube ich, für die Filmmacher selbst, weil die wurden dann konfrontiert mit verschiedenen Publikum. Na dann, Vorhang auf zur 40. Berlinale in ganz Berlin. Ja, und wir bleiben noch ein bisschen bei der Berlinale, blättern nur 34 Jahre zurück. Damals eröffneten Henny Porten und Hans Albers die ersten Filmfestspiele in Berlin 1956. Henny Porten wäre morgen 100 Jahre alt geworden, ein Filmstar, wie auch der blonde Hans, untrennbar mit der Entstehung und Entwicklung des deutschen Films verbunden. Eine Kurzgeschichte über Henny Porten von Erika Lipke.
Noch heute hat der Filmstar der 20er und 30er Jahre eine Fangemeinde. Denn ihr Geheimrezept war: Die Darstellung verkommener Frauen war nicht meine Aufgabe. Ich wollte in meinen Filmen zeigen, dass die Frau in jeder Beziehung Gutes wirken kann. Und gut war sie schon in ihrer ersten Rolle. 1907 in dem 5-Minuten-Film Meißner Porzellan. 1910 nahm sie der Berliner Filmmogul Oskar Meester unter Exklusivvertrag. Der Stummfilmstar Henny Porten war geboren. 1919 die blonde Schönheit von einer anderen Seite in einer Hosenrolle. Die Porten, die meist in der Rolle der verfolgten Unschuld agierte, hier als Rose Bernd in Gerhard Hauptmanns Drama über eine Mutter mit einem unehelichen Kind, die von allen verlassen wird und in ihrer Verzweiflung das Kind tötet. Der gefeierte Stummfilmstar, die Frau mit der Ausstrahlung blond, schön und gut, bewies 1920 auch Mut zur Hässlichkeit. Hier in Kohlhiesels Töchter. Ihr Talent adelt auch den Kitsch, schrieben damals die Kritiker. Henny Porten, die einen Juden geheiratet hatte und sich von ihm nicht scheiden ließ, wurde ab 1933 von den Nazis boykottiert. 1954 hatte sie ihr Comeback als Zirkusdirektorin Carola Lamberti in einem DEFA-Film. Alles klar zum Transport heute Nacht, Willem. Mit wie geschmiert, Chefin? Bloß eine Wache für den 2. Federwaggon fehlt noch. Anton Jednik ist doch krank. Dann gibt Pero die Wache. Kurfürstenstraße 58 oder auch Henny Portenhaus genannt, heute Café Einstein, dort soll Henny Porten gewohnt haben. Und wer sich im Sommer im Café Einstein verabredet, sagt, wir treffen uns im Henny Portengarten. Einer ihrer letzten Auftritte mit Hans Albers zur Berlinale. Henny Porten starb 1960 nach langer Krankheit in Berlin. Erinnerungen an die Berlinale 1951. Der Berliner Senat gedenkt der großen Schauspielerin morgen mit einer Kranzniederlegung an der Ehrengrabstätte auf dem Kaiser-Wilhelm-Gedächtnisfriedhof in Charlottenburg. Unter dem Motto Blatt für Blatt eine Stadt wollten Künstler aus Ost und West heute entlang der Mauer neue Beweglichkeit demonstrieren. Was darunter zu verstehen ist, erfahren Sie gleich von Erika Lipki. Neue Beweglichkeit auch in Sachen Kunst. Denn wenn die Mauer mal nicht mehr ist, was machen sie dann, die Mauerkünstler? Kurz entschlossen haben 6 Westberliner 5 Ostberliner Künstlerkollegen eingeladen, mal Gesamtkunst an der Mauer zu machen. Natürlich jeder noch auf seiner Mauerseite, versteht sich. Wenn alles sich bewegt, warum dann nicht auch die Kunst? Kommentar eines Westberliner Künstlers. Es ist eigentlich ein Symbol, ein Signal, dass endlich eine neue Beweglichkeit da ist und gerade auch in der Kunstszene ein Austausch stattfinden kann zwischen Künstlern. Wir haben neue Kontakte aufgebaut und es ist einfach gut, dass wir zusammenarbeiten können. Und man sieht es nachher an den Bildern, wenn die hängen, dass die Stile total unterschiedlich sind. Naja, DDR hat jetzt ihren Disneyland-Charakter verloren. Wir müssen keinen Eintritt mehr zahlen und können auch sagen, kommt doch einfach rüber und gut, sie kommen rüber. Und die Ostkollegen kommen gerne rüber, denn ihre Kunst hat lange genug im Verborgenen geblüht. Und jetzt heißt es, die Kunstmetropole Westberlin zu erobern. Und das wird nicht einfach sein. In der Galerie Interglotz, hier in der Oranienstraße 188, wird sich heute Abend schon feststellen lassen, welche Kunst besser läuft. Die zum Preis von 1000 Mark West oder 3000 Mark Ost. Und nun gleich zu anderen Tipps. Anregungen für Kurzentschlossene, zusammengestellt von Holger Senft. Etwas für Frühaufsteher. Im Ostberliner Prater, Prenzlauer Berg, Kastanienallee 7 bis 9 sind morgen früh ab 7 Uhr Modelleisenbahnen in allen Varianten zu sehen. Eintritt 2 Mark Ost. Die Ausstellung geht noch bis zum 14. Januar. Die Lupe 2 lädt morgen früh um 12 Uhr zur Filmmatinee. Gezeigt wird Jeanne d'Arc of Mongolia. Ein eigenwillig erzählter Film in wunderschönen Bildern aus der Mongolei. Die Berlinische Galerie im Martin-Gropius-Bau stellt in einem Querschnitt von den Anfängen bis heute Fotoarbeiten aus. Von 10 bis 22 Uhr. College of Hearts sind wieder da.
bissig und gnadenlos, das Metzger-Musical. Heute und morgen jeweils ab 21 Uhr in der Uferfabrik Tempelhof-Viktoriastraße. Eintritt 18 Mark. GC Slaps, Berlins größte und beste Funkformation. Heute um 22 Uhr im Quasimodo. Hertha BSC gewann unterdessen in der Deutschlandhalle gegen Magdeburg mit 6:3. Der Johannes Kern hat mir das Ergebnis eben genannt. Ja, soweit unsere erste Abendschau-Wochenendausgabe im neuen Jahr. Ich hoffe, auch für Sie war wieder etwas Interessantes dabei und lassen sich die gute Laune durch das unfreundliche Wetter nicht verderben. Auf Nebel folgt auch wieder Sonnenschein. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen.